So, hier sind wir wieder bei einer nicht unbedingt täglichen Dosis Isaac Rebirth. Und letztes Mal haben wir einen Run geschafft. Die Challenge war in der Tank. Der war langsam. Und ja, eigentlich hoffe ich heute nur auf einen ziemlich einfachen Run, der einfach richtig easy wird, weil ich nehme. Es ist 21 Uhr und ich wollte heute früher schlafen gehen. Man kann, obwohl gerade mal. Nö, ich kann auch keinen anstrengenden Run machen. Ich kann nämlich morgen früh länger schlafen. Aha. Ah, ich sollte nicht so viel Zeug über privates Zeug erzählen. Zeug über privates Zeug erzählen? Okay. Weißt du was? Wir machen das zum Azazel Run. Einfach nur weil. Azazel ist easy. Und ich. Deswegen finde ich ihn eigentlich gar nicht so gut. Also er ist auf jeden Fall ab und zu mal lustig zu spielen, aber ich spiele Spiele für Challenge, für Herausforderungen. Deswegen habe ich letztens auch gesagt, ein Spiel, was ich spiele, muss mich entweder zum Ausrasten bringen oder mir einen Sieg verschaffen, bei dem man merkt, dass ich hart dafür gearbeitet hätte. Habe Hutten tun. Und als erzähl, ja. Ist halt Brimstone Guy, der Bosse one-hitten kann manchmal. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme war, aber ich glaube, das eines der ersten Male, wo ich Azazel gespielt hatte, habe ich auch einfach Polyphemus bekommen. Und das hat dann einfach. Dieser Raum, ne? Hä, was habe ich jetzt erwischt? Das hat mich ernsthaft noch erwischt. Bei einem der ersten Runs. Oh, das ist nett. Damage up. Bei einem der ersten Runs mit Azazel habe ich direkt Brimstone bekommen und dann war. Ja, Azazel so richtig. Jupp. War was? Nee. Isaac, was? Das war der schon? Denkt man sich daran. Naja. Das war falsch. Jetzt du noch. Ich werde unglaublich viel getroffen, was eigentlich mich ziemlich verwundert, ehrlich gesagt. Egal. Widow. It's a Widow. Die schon fast tot ist. Genau deswegen ist das Azazel bei Bossen so unglaublich OP. Und ich nehme das mit. Ich nehme es immer mit, weil es Risiko gegen lustiges Zeug ist. Wir haben noch mehr Damage gekriegt, außer es ist schon von Anfang an so. Ich glaube, es hat unseren Damage ein bisschen erhöht. Weil ich irgendwie das vorher nicht ausgemacht habe, weil ich meine, das wenn da was drin, konnte ich sie sowieso holen. Aber was mir wichtiger ist, ist der Geheimraum. Okay. Und wisst ihr was? Jetzt wo ich so viele so viele Schlüsse sind das gar nicht. Aber wenn was Gutes im Item im Shop ist, können wir uns auch rausbomben. Also halt aus dem Automaten das Geld bomben. PhD. Ehrlich gesagt ist das nicht wert, dafür Bomben auszugeben. Deswegen hole ich mir lieber nur das da und den Schlüssel zurück. Denn das HP-Up können wir gut gebrauchen. Denn nicht war Kacke. Ist irgendwo. Ne, kein Tintelrock. Alles easy. Ja, meine Obsession mit dieser Karte. Ja, Karte gucken. Ja, es wird wahrscheinlich für immer so bleiben, aber was will man machen? Azazel, ne? Azazele. Ich weiß gar nicht, ich weiß nur, dass Azazel irgend ein Sündenbock gewesen sein soll in der Bibel und so. Mehr weiß ich nicht. Und er hat halt eine Dämonengestalt. Also gehe ich davon aus, dass er irgendeinen Deal mit Satan gemacht hat. Vielleicht war er einer mit der Engel, die aus dem Himmel gekommen sind. Also aus dem Himmel gegangen sind, weil die dachten, nope. Ich mache meinen eigenen Himmel. Mit Drogen und nur. Das genau das dachte sich der. Subdingle. Ach komm mal, die muss jetzt noch anchargen. Ja.
Oh, ein HP. Oh. Für die Leute nehmen das immer mit, aber ehrlich gesagt, ich finde es vielleicht nicht so gut. Ich finde es nicht so gut. Dann gehen wir mal auf Engelsräume. Auf Engelsdienst dieses Mal. Ich finde, es gibt bessere Babys als das Dry Baby zum Beispiel. Das würde ich holen, aber sonst von Begleiter bin ich eigentlich selten überzeugt. Oh, das ist gut. Jetzt hier Bomben und Geld und die Kiste. Was? Okay, die Kiste hat sich einfach durch die Stände durch dematerialisiert. Jupp, wir haben zwar 5 von 5 von jedem, aber... Oh, wir haben Curse of the Maze. Vielleicht kriegen wir ja den Bug, dass man plötzlich einfach gratis in den Shop könnte. Goldene. Wir haben The Fool und ich habe sowieso keine Lust. Mit Boss Rush ist zwar immer eine ganz coole Auswahl an Items meistens, weil es eben 4 sind. Aber dann will ich auch dafür kämpfen müssen. Eigentlich sollte ich auch hier... Ach komm, wir kämpfen hier einfach mal mit, aber... Ja, komm, wir kämpfen. Okay, das hat sich gelohnt. Guck mal. Du bist so gut wie tot. Hahaha. Okay, jetzt müsste Larry Jr. kommen und das war's dann schon. Ja, für diesen Raum hätte ich echt nicht eine Fuhle einsetzen müssen. Ist echt nicht mit dem Item jetzt. Wenn wir jetzt noch Guppy werden, wird das ein ziemlich entspannter Run. Sagt man nur so, relax, take it easy, yeah, oder so, keine Ahnung. Wir haben ein bisschen Kleingeld gekriegt, wir haben so viele Schlüssel, dass ich es wieder einfach mache, indem ich in den Shop gucke. Oh, die Kerze ist mir ehrlich gesagt eine Bombe wert. Vielleicht auch zwei. Warum habe ich den da nicht gesprengt? Das war dumm von mir. So, denn die Kerze ist toll. Ich mag sie, ich hasse Flüche. Jeder hasst Flüche. Okay. Gabis Kopf, dann Begleiter, die Kerze, das war eine ganz gute Ebene. Die zukünftigen Deals mit den Engelsräumen sind auch ganz nett. Ach komm. Die Pille, die macht. Explosive Diarrhea, oh nein! Du lebst noch. Ah, what? You what, mate? Ich kann das Geräusch gut nachmachen, nicht? Okay. Das... Okay, ich denke mal, da ist schon unser Raum für Explosive Diarrhea. Nein! Wow, Bomben hoch 10.000. So, Karte wiederholen. So. Da ist ja schon der Goldraum. Mit dem Game Kit. Und das, was mich viel mehr interessiert, ist der Stein. Denn das Game Kit nehme ich nicht mit. Es ist ganz cool, wenn man es auf die Chest klickt und wenn man so einen Run hat, bei dem man so denkt, ich brauche jetzt was, so ein Sterblichkeitsding macht. Ich bin erstaunt, dass ich nicht getroffen worden bin. Aber... Nee, wir haben Guppy's Head und wir haben so viel Damage, dass es sich sogar gut lohnt. Und das war klug von mir. Yay, blaue Gegner. Merkt ihr das doch mal, die sind schlimm. Blaue Gegner ist gleich schlimm. Aber ist blau eigentlich gar keine so hässliche Farbe? Aber das nehmen wir noch mit für diesen Raum. Ups, entschuldige. Entschuldigung, dass ich jetzt ein Geräusch ins Mikrofon mache. Es ist meine Sprache.
Okay. 10 Cent. Boom. Nein, danke. Die Pille ist Explosive Diarrhea, also nope. Haben wir Schlüssel für nichts ausgegeben und das Geld können wir spenden. Das können wir spenden. Wir haben ja das Geld rausgenommen, also. Ja. 100, 215. Das ist doch fast ein Viertel. Bei 333 wären wir bei ein Drittel. Mathematik. Da schauen wir einfach jetzt direkt rein. Das ist alles nett. Jetzt bist du the Devil. Wir behalten the Fool, einfach nur weil Boss Rush ist ja sozusagen die Strategie schlechthin für Azazel. Deswegen mache ich die auch einfach mal. Alle sagen, das ist die beste Methode überhaupt. Uah! Genauso sagen die das. Also machen wir da einfach mal mit. Nups. Du kannst ein bisschen zu nah. So, du noch. Speed up. Und der Engelsraum, wie ich gesagt habe. Wir müssen einmal aber erst noch eine Lampe besiegen. Dann könnten wir die Steine sprengen und zu Megasatan gehen. Was ich eigentlich dann auch nur lösen würde, wenn wir da schon OP wären. Aber ich mache es eigentlich immer trotzdem, weil man weiß ja nie, ob man OP wird, ne? Aber als meine Freunde mal hier waren, habe ich einen Run gestartet und ja, fing alles ganz normal an. Und dann schlagen wir uns halt so gerade noch ein bisschen in the Chest durch mit 9 Lives und machen irgendwie viermal Satan, Mega Satan. Und dann schaffe ich es auch noch das erste Mal. Es war ein tolles Erlebnis. Übrigens haben wir eine Bibliothek. Da schauen wir noch rein. Die Zeit, ja, wird vielleicht doch ein bisschen knapp. Wir sind nur auf der Hälfte, bei der Hälfte der Zeit. Müssen wir uns in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr beeilen. Du auf Clubs, du auf Spades, Judgment, Screw You, Higher Priestess. Nope. Ich habe gedacht, man kann's. Ich wusste nicht mehr, dass sie einen verfolgt. Ich habe gedacht, sie bleibt nur an der gleichen. Also sie bleibt da, sie tritt dahin, wo man war und dann kann man sich wegbewegen. So wie bei den Händen zum Beispiel. Aber so ist es nicht. Also, ja, es war dann alles. Das wurde dann alles. Jojo, jojo. Oh, nochmal ein Boss-Challenge-Raum. Strength können wir in diesem Raum benutzen. Einfach nur für den nervigen Gegner. Ups, nicht genügend aufgeladen. Und jetzt. Megamaw. Einer der nervigsten Bosse der Welt. So, dann bist du noch. Einmal eine Aufladung für mich. Ah, die fliegen. Telepille. Okay, war jetzt nicht so schlimm. Ey. Ey. Was fällt hier ein? Okay, hat sich gelohnt. So, dann gehen wir hier hin. Wir holen die Karte dann zum Schluss. Keine Sorge. Die Technik, die Taktik werde ich benutzen. Gibt's hier Spenden? Okay, dies wird mal nicht in den Shop. Oder auch doch. Vielleicht kriegen wir ja noch genügend Geld. Kann man da noch was raussprengen, wenn es so kaputt ist, der Automat? Habe ich nie probiert. Wäre eigentlich ganz cool. Geh kaputt. Was bist du? Lemon Party. Ganz sweet. Sweet Lemon. Sweet Lemonade.
So. Ja, ich denke mal, man sieht, was ich meine mit als Erzähltes. Ein einfacher Charakter. Mach mal erstmal die nervigen Gegner. Und ich wurde noch getroffen am Ende. Bist du der Emperor? Der Emperor. Wir müssen dann sowieso entweder backtracken oder nicht. Lol, die sterben, wenn sie auf dem Wasser landen? Das ist cool. Ja, das war uncool von mir. Roid Rage. Speed up. Okay, speed up. Komm, den Goldraum will ich noch. Wir sind unter... wir sind noch innerhalb der Zeit, auch wenn es ein bisschen knapp wird. Jetzt geht er entlang. Perfekt. Bringt uns gar nichts, aber hey, vielleicht... Ah doch, das... Tier ist ab. Ich will einfach noch in den Shop gucken. Ja, Spinne, Fliege, mach du mal. Okay, das hat sich schon mal gelohnt. Sharp Plug, nix für uns. Also es ist gut, wenn man der Dice und so zum Beispiel hat, aber für uns nicht. Oder Bissnap hat ja letztens eine coole Folge hochgeladen, wo er Breaking Run macht. Mit der Combo Abundance und Blank Card. Alter. Stuf, ne? Große Räume sind immer der Weg zum Boss. Ist eine Regel. Wow. Ich habe mich genau dahin bewegt. Ich bin gut. Ich bin so gut. Aha, schaut mich an. Was? Zipworm. Ich weiß nicht, wie der funktioniert mit uns. Aber ab jetzt beeilen wir uns wieder mehr. Nein, danke. Wir haben mit Azazelia Boss Rush schon. Ich glaube, das ist sogar der einzige, mit dem wir schon Boss Rush haben. Ach, schnell, die Weißige muss man jetzt zuletzt töten. Jetzt bist du erst angreifen, mal. Richtig nervig. Ehrlich gesagt, bleibe ich bei Monkey's Paw. Auch wenn das ganz cool ist, dass man vergiftet. Gratis-Bomben, warum nicht? Also an. Consumables fehlt's nicht. Warum kriegen wir so viele Kisten überhaupt? Wow. Holen wir uns wenigstens ein paar. Wo ist jetzt noch drauf? Was gibt's hier? Machen wir Fliegen für uns. Gibt's hier eine Attack Fly. Fliegen regeln alles. Hier ist der Shop. BFF. Wir sprengen den einfach mal. Nichts. Und. Ach komm, wir probieren jetzt mal das Sprengen mit dem Automaten. Kommt hier noch Geld raus? Jupp. Noch einmal. BFF ist gut. Auch wenn wir noch keine Begleiter haben, aber hey. Egal. Ich bin so ein Typ, der alles holt. Okay, das war jetzt richtig schlecht von mir. Das. Da fühle ich mich schon ein bisschen. Hast du toll gemacht? Cooler Dude. Okay. Oh Gott, the cage. Warum? Alter, Mann, diese blöden Drecksvieh von einem Drecksvieh. Okay, jetzt rollt er. Okay, okay. Du bist nicht mein Freund, das ist besser. Das hilft viel, danke sehr. Und ja, hopp, wir gehen einfach weiter. Boss Rouge. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Was gibt's hier? Guppy's Tail. Wie gesagt, Guppy ist eine Möglichkeit.
Minibus. Warum werde ich so oft getroffen gerade? Das gefällt mir so gar nicht. Also überhaupt nicht. Hallo, Geister. Oh Gott, dann die muss man nah rangehen. Alter, ich bin einfach zu schnell. Schiebt das alles auf die Geschwindigkeit. Oh, die Kiste. Bob's Rotten Head. Nehme ich einfach auf, aber leg's wieder weg. Also wirklich die ganzen Kisten? Hat Azazel mehr Glück oder so? Das wäre mir, jetzt käme mir irgendwie seltsam vor, wenn es stimmt, dass Azazel ein Sündenbock ist. Eigentlich müsste der dann weniger Glück haben. Oder so. Hätte ich zumindest so gemacht, wenn ich dieses Spiel entwickelt hätte. Aber nein, Lazarus ist der Typ mit weniger Glück. Obwohl er ja von den Toten wieder auferstehen durfte. Oh fuck, dammit. Da ist die andere Hälfte noch. Wir wollen ja kein Risiko eingehen. Die blauen Herzen sind noch gut, wenn da welche drin gewesen wären. Wow. 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 Boah, was war das für ein Gurgler? Hey. Oh, fuck, wir haben nur eine Minute. Fuck this. Boss Rush. Mom, wo bist du? Oh, fuck. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Wir gehen hier einfach weiter. Security. Das ist ein fürs Herz. Wer das? Ach, fucking. Hab natürlich wieder genau die falschen Wege genommen. Jetzt komm runter, Hand. Tschüss. Okay, wir haben es verkackt. Ich hab's verkackt. 20 Sekunden nie im Leben. Außer. Komm schon, tritt, tritt, tritt. Schlag doch. Schlag doch, Alter. Ja, natürlich. Das ist so richtig fair. Haben die den Bug? Ja, ach Gott. So richtig kacke. Egal, wir haben. Ja, guck mal, wie schnell die jetzt weggehen, natürlich, ne? Um ein paar Sekunden. Um ein paar Sekunden, ne? Ach Gott, sowas ist dann kacke. Ich hasse mich gerade ein bisschen dafür, dass ich so viel Zeit verschwendet habe. Egal, fool away. Was gibt's hier? Die Kiste, nope. Ja, jetzt können wir uns auch wieder auffüllen mit Herzen. Mann, das. Ich habe irgendwo. Irgendwo habe ich wieder zu viel Zeit verplempert. Ich weiß zwar gerade nicht wo, aber. Es gibt sicherlich Leute, denen das auffällt. Was hat mich erwischt? Echt zustimmen. Das Kartenlayout ist nicht so prickelnd. Ja, genau. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir gerade hatten. Klospülung. Die Klospülung, ernsthaft? Es ist nicht gut, meiner Meinung nach. Das damit. Und Schlüssel. War das schon alles? Der Bettler noch. Wir haben hier noch jemanden. Karte, was ist das für eine? Temperance. Nein, danke. Ach Gott, Mann, Alter, diese 10 Sekunden. Weil sie nicht geschlagen hat. Einfach richtig Pech.
Hätte sie ihn ein paar Mal geschlagen, hätte die Attack Fly die Frax in einem Zyklus einfach ge-one-hitted. Ge-one-hitted? Ja, halt getötet, ne? Versteht schon, was ich meine. Knockdown. Geht kaputt. Für Geld, für den Bettler. Und ich mache mir dann auch kaputt. Warum schaue ich immer auf die Karte? Alter, das kotzt mich langsam selber an. Naja. Cool. Wow. Wow. Aber immer noch der Bug geht mit den Farmen. Boss-Items farmen. Eine schwarze Fliege spawnen und dann verlassen. Dann wieder reingehen, um den Boss nochmal zu bekämpfen. Ich bezweifle es stark. Gehimrum. Was gibt's hier noch? Ein Cent. Naja, den spiele ich jetzt nicht noch einmal. Hey! Der Supergeheimraum könnte auch an ein paar Stellen sein. Aber auf... Ach komm, wir suchen danach, wir haben genügend Bomben. Ach stimmt, wir haben jetzt Platz für zwei Trinkets. Wie schnell sind wir? So schnell bin ich selten. Ich denke immer, yo, Alter, ich muss Max Speed haben und dann ist es 1, 2 oder so. Aber diesmal haben wir 4 und das finde ich ganz gut. Haben wir wirklich alles? Ich denke mal. Ich denke mal so. Ich habe sicherlich ein paar Steine übersehen, aber jetzt ist es eh zu spät. Zoom One. Übrigens verwechsel ich manchmal richtig oft Hive Mind und Best Friends. Oder wie die heißen. Ja, Hive Mind ist das. Das ist das, was Fliegen und so stärker macht, aber Best Friend beeinflusst sie nicht, was ich seltsam finde, weil eigentlich sind Fliegen ja auch Begleiter. Und so, also sollten wir auch davon ein bisschen profitieren. Vielleicht nicht so krass. Aber ein bisschen. Ist unsere Hitbox vom Ding größer? Durch den Flatworm? Ich glaube nicht. Oder so, dass es keinen Unterschied macht. Gut, diesen Raum hätte ich sowieso nicht machen wollen. Ich hätte aber gerne einen Engelsraum. Also nicht weiter treffen lassen. Wäre ganz gut. Gehen wir einfach vorbei. Dieser Raum ist so nervig, weil diese Viecher unerreichbar sind. Wenn man die Reichweite einer Kartoffel hat. Goddammit, wo seid ihr? Nope. Verdammt. Fuck. Ich will doch euch nur kaputt. Ah, einer ist tot. Ja, und jetzt kommt das tolle Gesuche. Wo ist er? Hä? Drecksding. Ein Raum, der ewig dauert. Du stirbst an der Fliege. Oh, hier darf man sich nicht bewegen. Fuck. Okay, jetzt kein Hit kassieren, wäre ganz cool. Für mich und meine Engelsdeals wären es ganz praktisch. Solche Räume. Oh Gott, nein. Es ist dieser Typ. Keine Aufladung. Okay. Ich hoffe, der Boss ist nicht zu nett. Okay, es ist Freddy. Krüger. Wir können fliegen. Also eher ein einfacher Boss.
Okay. Ups. Nein. So. Und kein Engelsraum. Schade. Lockdown, natürlich. Explosive Diarrhea, nein. Nutzlos. Nutzlos. Es ist nutzlos, okay. Dann schauen wir jetzt noch in den... Goddammit. Jetzt, habe ich... Ah, ne, wir haben noch ein Herz, okay. Okay, wir schauen einfach rein. Okay, hat sich doch gelohnt. Dann schauen wir, holen wir uns jetzt noch das eine Herz, was da liegt. Und, ja. Gehen in die nächste Ebene. The Lamp, ich denke mal, es ist klar, dass ich ein bisschen verkackt habe schon mit dem Boss Rush. Aber hey, wir haben... Satan sollte noch möglich sein. Oder Mutters Herz. Mein Mutters Herz hatten wir ja sowieso schon als Azazel. Sollte alles machbar sein, wird schon schief gehen irgendwie. Wie gesagt, ich mag solche Runs, bei denen man krass arbeiten muss. Na, du kommst hier nicht her, ne? Trollbombe. Bob's Brain, ich nehme es immer mit, weil ich es cool finde. Dann sprengen wir dich noch. Hasel macht Bob's Brain mehr Schaden. Schaut euch mal, wie groß der ist. Cool. Ich schieße nicht, weil sonst halte ich den Typen in die Luft mit Bob's Brain vielleicht. Das wäre nicht so geil, ich benutze lieber die Fliege. Schüsse sind nett. Kann der Batterien droppen? Ich glaube nicht. Oh, das war's schon. Springen wir lieber dich weg. Wow. Wow. Gut. So, wo ist Muttis Herzchen? Ne, die Fliege. Oh, was? Der lebt immer noch? Oder sie lebt immer noch? Lasst es eine sie helfen. Okay, die Health-Up-Pillen sind gut. Es wäre ganz gut, wenn wir jetzt auch noch diese Health-Ups füllen könnten. Wow, ich bin erstaunt, dass ich nicht getroffen worden bin. Fuck. Greif mal an. Danke sehr. Ah, wir haben ja noch Herzen in dem... okay, warte mal, schau mal hier mal. Nee, kein... Kein Tinted Rock. Habe ja halt überlegt, ob ich vielleicht auch noch in den in den Boss-Schillen-Schaum gehen sollte. Aber dann habe ich mir gedacht, nee. Und anscheinend will der mir auch keine Herzen anbieten. Ah, hier war ich schon. Ich steppe. Die sind so nervig und die schießen auch so random. Noch eine Health ab, Alter. Wenn es so weitergeht mit den Health-Ups, ist es doch kein so großes Problem, der Lamp zu besiegen. Left Hand ist gut. Wir nehmen aber Zoro mit. Wir brauchen Kisten für Guppy. Wenn wir Guppy werden, haben wir sogar eine ziemlich gute Chance, Ding zu werden. Der Lamp zu besiegen, das erste Mal.
Okay, der Speed ist ganz gut für solche Gegner. Dass man schnell hinrennen kann und sagen kann, hey, guck mal. Und dann haben sie einen Brimstone im Gesicht. Dann lacht man sie aus. Denn so ist der Mensch. Arrogant. Verdammt. Fucking damned. Okay, ich sterbe hier noch. Alter, wie viele leben denn von diesen Dingern noch? Keine mehr, gut. Ich würde gern das Herz schaffen. Danke, dass Bob's Bank jetzt weg ist. Denn gerade. Okay, gib mir. Herzen wären cooler gewesen. Okay, also Mutter. Wir spielen noch ein bisschen am Bettler und dann sprengen wir ihn auch. Na komm, wir machen noch einen Raum. Weil dieser Raum ist machbar und wenn da. Und das gibt es alles gut. Das war eine gute Entscheidung. Das war eine gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Tipptopp, super duper, ja. So. Du kriegst noch 3 Cent von uns. Eingeführt. Kann der echt keine Herzen mehr geben? Kann das sein? Ich habe schon so gut wie die gesamte Ebene erkundet. Das Spiel will uns partout keine Herzen geben. Heißt es partout? Ich hoffe mal. Da können wir uns da reinbomben. Oh. 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 Das ist nicht so gut, aber oh, das ist gut. Telepilz, ja, die brauche ich jetzt unbedingt. Was gibt's hier? Obwohl Telepilz. Oh, yes. Das Gute ist, wir müssen zwar keinen Raum machen. Eine Pille mit Health ab. Sure, why not, Alter? Glück. Ich Glückspilz. Glückespilz. Die Pillen sind gut. Ah, da können wir uns nicht mehr reinspringen. Weiß nicht warum, aber ist so. Ja, okay. Immer zu Mommy. Mommy. Mama. Mamas Heart. Okay. Use this. Das Doofe ist, man muss mit dem nah an die Augen ran. Ah, natürlich wurde ich noch erwischt. Jo, was war das denn? Ich muss mit Bob's Brain arbeiten. Oh Gott, die Fliege macht einfach alles. Oh. Mehr Silberherzen für mich. Bitte. Danke. Bloß nicht zu Isaac gehen, wir wollen nämlich The Lamp einmal besiegen, oder? Wollen wir uns einfach schon die Möglichkeit aufbauen? Isaac wäre auch ein cooler Gegner. Also The Lamp, ich denke mal. Aber Isaac hat man schon. Nee, komm, wir gehen. Jetzt habe ich doch eine kleine Zwickmühle, Alter. Die Qual der Wahl. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach ernsthaft den Münzwurf. 50 Cent. Zahl ist, sag mal, Kathedrale und Kopf ist Satan. Schauen wir mal. Es ist Kopf. Okay, also The Lamp. Also wird also wahrscheinlich kein Winstreak mehr, aber. Schauen wir mal. Die Musik hier ist cooler. Ja. Okay. Danke, was auch immer ihn getötet hat. Danke dafür.
Hey, ein Health Up. Ich habe ja nicht schon so viele. Bist du unbekannt? Gehen wir dann gleich zu uns. Hab ein bisschen zu viel Schaden genommen in diesem Raum, wenn ich das mal ehrlich sagen dürfte. Okay, was bist du? Bombs are keys. Ist nicht so wild. Oh Gott. Ah. Ich hab gehofft, er würde früher abfeuern. Bob's Brain. Aber, nope. Und dann hat er mich erwischt. Okay, das kommt ein bisschen spät. Ei, komm schon. Ei, caramba. Komm schon. Ich will erst einmal Bob's Brain loswerden. Komm schon. Perfekt. Aua. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Laser. Fuck. Ist aber meine Schuld. Komm schon, ein Guppy-Item. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ich krieg immer nur einen Tod. Gut. Jeder Raum ist gut. Das ist akzeptabel. Okay, jetzt habe ich ein bisschen. Was hat. War da ernsthaft noch eine blöde Sense? Okay, okay, okay. Ja! Ja! Yes! Warte, wir sind doch Guppy. Wir sind doch Guppy. Guppy's Paw. Guppy's Head. Shit. Wir sind nicht Guppy. Was habe ich vergessen? Was habe ich übersehen? Oh, fuck. Egal. The Paw ist auf jeden Fall gut. Sogar sehr, sehr gut. Oder? Sind wir Guppy? Auf einmal haben wir so viele Fliegen. Okay, wir sind anscheinend doch Guppy. Weil wenn wir treffen, kommen Fliegen, obwohl ich nicht... Warte mal. Ja, wir haben... Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall Guppy. Also wenn wir vorher nicht waren, sind wir es jetzt auf jeden Fall. Wie gesagt, so habe ich auch eine Chance für The Lamp. Bei The Lamp. Und das war Glück. Diese Fliegen sind mir gerade ein bisschen zu viele, aber ich will sie nicht sprengen, weil sie mich sonst sprengen. Okay, wir sind eindeutig Guppy. Okay. Puberty, Bombs are Keys. Alles nutzlos. Okay, dann würde ich sagen, Satan ist toast. Perfekt. Easy peasy, lemon squeezy. Hallo. Genau, schieß einfach. Komm schon, Bob's Brain. Danke. Oh komm, das war Bullshit von mir. Okay. Ja, Satan war toast. Und wisst ihr was? Wir gehen noch einmal zurück und holen uns noch einmal die zwei Seelenherzen von einmal Guppy's Paw einsetzen. So. Mehr HP ist besser als möglicherweise. Oh, hier ist ein Tinted Rock. Komm schon, Schmarrock.
Okay, jetzt hätte ich es nicht mehr gesetzt. Es war dumm von mir. Ja, ich bin doch nicht so gut im Steine erkennen. The Lamp. Okay, Dark Room. Demon Table der Fleisch. Das ist ein cooles Trinket. Oh, und wir haben noch gar nicht die Möglichkeit, zu Megasatan zu gehen. Wer hätte es gedacht? Heilung? Nein. Gerade nicht. Warte mal, wenn wir das abziehen, verlieren wir 3. Okay, dann machen wir das halt auch noch. Tada. Silberherzen überall. Oh Gott, was ist das denn, Alter? Das ist ekelhaft. Das ist mal so richtig ekelhaft. Okay, das ist echt ekelhaft. Alter, was war das denn für ein Raum, ne? Ich habe keine Lust, große Räume zu machen. Hallo, The Gate. Ernsthaft, der Typ ist in mein Ding reingesprungen. Oh, was? Okay, ich hatte gedacht, yo, das ist doch easy. Und dann kriege ich 30.000 Schaden. Alter. Was mache ich überhaupt? Ich mache irgendwas grundlegend falsch. Alter, am Ende. Alter. Es geht jetzt gerade gar nicht, ne? Dass ich so schlecht, schlecht bin. Okay, jetzt. Okay, das ist cool. Okay, jetzt wartet mal. Ich muss ein bisschen Spiel gescheit. Ich will The Lamp besiegen, das erste Mal. Es wird doch möglich sein. Ohne so abzukacken. Alter, ist das dein... Alter. Ich bin den Darkroom noch nicht gewöhnt. Außerdem ist ja Darkroom der schwierige von den Ebenen, nicht? Hui. Uah. Okay. Nimm das. Perfekt. Okay. Okay. Okay, the lamp. Das war mal cool. Will ich gerade mal so sagen. Okay, das ist nicht geil. Ich würde dich gern tot sehen, mein Freund. Alter, okay. Okay, du wirst mir... Alter, ne. Auf das letzte HP noch. Was war das denn? Also am Ende, ne, so richtig Kacke spielen. Das war Absicht, um Spannung aufzubauen. Wahrscheinlich hassen mich mehr die Leute, als dass sie denken, so spannend, so cool, ja. Boah, mir ist schlecht, das ist so cool. Okay. Hä? Missing? Mutti? Mutti? What's going on here? Development stuff. Yup, yup. Coole Typen sind das. Auf jeden Fall Demon Baby freigeschaltet. Und The Angels Await. Wir können jetzt die Steine, also die Statuen im Engelsräumen sprengen. Schlüssel nehmen und Stuff machen. The End haben wir erreicht. Das Bild ist cooler als das. Azazel ist fürs erste Mal
Erledigt. Mit den anderen haben wir noch ein bisschen was vor uns. Vor allem, wenn ich nicht, wenn ich besser spielen würde, wäre das auch ganz Premium und so. Ne? Egal. Ich hoffe, dies hat euch gefallen. Mir hat er Spaß gemacht. Und ich hoffe, beim Zusehen war es nicht zu langweilig. Also, ich muss sagen, ich habe wirklich schlecht gespielt. Und wenn man ich habe schon richtig schlecht gespielt. Und Azazel hat mich einfach trotzdem bis zu der Lamp gebracht. Also, aber ich hatte auch Glück an meiner Stelle mit den ganzen Seelenherzen und so. Egal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir vielleicht, keine Ahnung, mal randomen wieder mal. Gut Deutsch, vielleicht auch mit Eden. Ich finde, wenn ich jemals streamen werde, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, irgendwann vielleicht mal, aber es dauert noch so 20 Jahre. Dann würde ich nur mit Eden spielen und Boss Rushes machen. In anderen in Safe States wahrscheinlich. Und ja. Weil Eden ist ja praktisch jedes Mal ein anderer Charakter. Also easy peasy. Egal. Ich rede immer viel zu lange, nachdem eine Folge rum ist. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.